Ja, fein machst du das. Komm, put, put. Ja, schön. Komm, kriegst du einen auf Latz. Ja, wunderbar. Schön, er liegt. Hast du noch was Gammelfleisch für mich, Vogel? 10 Stück. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht. Reicht nicht. Schon 2 grüne Flammenwerfer haben. Sehr geil. Ja, aus Moni können wir keine machen. Ist auch geil, wenn man den so voll enthusiastisch lernt, ja, man freut sich, oh geil, ich kann den Flammenwerfer bauen, ja, und dann merkst du, scheiße, kannst ja gar keine Munition dafür bauen. Weil den Tisch dafür, die Munition, die kannst du zwar auch früher, nee, warte mal, wie ist denn das denn? Die Munition kannst du, glaube ich, schon früher lernen, aber ich glaube, den Chemietisch, wo du das bauen kannst, kannst du ja erst spät lernen. Du, Galimimus, kannst du mal hier rüber meandern? Ich brauch Gammelfleisch. Mal so ein Geier mitbringen. Ein, zwei Weibchen. Ja. Die machen Spaß zu zähmen. Das Problem ist, ich komme hier ja nicht weg. Ich muss ja das nehmen, was hier vor der Tür liegt. Sonst haut ja unser Drache ab. Das geht ja nicht. Juhu! Wie viele hat ein Ei? 108. Ja, 108 da Blitzdrachen. Oh. Das hört sich gut an. Oh, gleich schon wieder 7 Drachen am Arsch. Yippie, ich hab Fleisch. Das gammelt auch ganz schnell. Yippie. Oh, ich glaube, ich brauche gar keins mehr. Das müsste reichen. Na, knapp. Fahren wir denn 10 vor? Was sagt die Milch und der Hunger von dem Grünen? Passt noch. Wir gleich gucken, aber hatte vorhin relativ viel noch. König, kannst du mir Ja. neues GPS bauen? Bitte? Ob du mir mal ein neues GPS bauen kannst, bitte. Natürlich, ich bin Ja. hier gleich da. Kannst dann Das ist zwei super. machen, weil ich habe meins beim letzten Mal auch verloren. Wenn du Material hast. Du nicht meins? Ich glaube, ich habe es eins eingesteckt gehabt, wie gestorben. Ah doch, ja, ich hab. Danke. Dann brauche ich keins. Och, der geht ja so durch, der Skorpion. Wie cool ist das denn? Habe ich wenigstens einen Beschützer hier. So, 10 vor, Ei abgelegt. Achso, misst du jetzt die Brutzeit? Okay. Schreibe ich kurz auf. 10 vor, ne? Was hast du denn für ein Ei gekriegt?
Blitzdrache 108. Ja, gut. Ja, Fleisch reicht. Prima. Supi. Kann ich den Rest noch grillen? Ach, da ist ja auch noch was Kamelfleisch. Cool. Neuer Skorpion, prima. Hi. Soll ich den Drachen mal betäuben? Soll ich versuchen? Kannst du machen. Nimm dir Salz ins Inventar mit, damit du die Milch transportieren kannst. Was denn Salz hier? Ja, in dieser Schüssel da drin in der Hütte. Das muss schnell gehen. Du musst das Salz zuerst haben. Ein bisschen aus. Sind nicht nah genug. Müsste jeden Moment fallen. Jetzt ne. Nee, noch nicht. Jetzt aber. Jetzt. Jetzt direkt Oh, hin. toll. Ja, Ich guck mal, kam ob aus du der am Hose Schwanz dran durch. kommst. Ey, kommt Am da nicht ran. Schwanz. Versuch's mal am Schwanz. Blick am Stark. Ja, jetzt. Warte mal, müssen wir ihn wieder aufstehen lassen. Nee, geht nicht. Dann ist keine Milch mehr drin. Ach so. Also weiß nicht, ob da noch Milch drin ist. Oh Gott. Ja, ich komme da nicht ran. Ah, warte, der guckt vorne runter. Ich habe aber kein Salz drin. Hier vorne am Kopf Digga. kommst du dran. Echt? Hier, hier. Ah, oh, shit. Nein, er ist wieder Scheiße. wach. Boah, fuck. Können wir jetzt nur noch Doof. mal versuchen, ja? Vielleicht haben wir Glück. Wir machen es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Dann wissen wir es ja. Ja. Der ist auch blöd gebackt jetzt. Kein Fall. Ja, oh, hoffentlich hat er noch Milch. Achtung! Er liegt, lauf hin. Beim Fallen, du. Ja. Nee, hat keine Milch. Na super. Töten, nein, oder? Hängt da aber auch scheiße fest. Ja. Das war nix. Nochmal eine Stunde reicht nicht, ne? Müssen wir einen Hinten anderen. einholen, Ja, oder? müssen einen anderen holen, sonst reicht das für die anderen nicht. Mal das doch mal so machen. Wir müssen den töten. Alter, was ist das hier Geiles? Blueprint Clown Mask Skin. Ja, echt? Wo habt ihr das her? Hammer. Die hat es ja gegeben, glaube ich, ne? Ja? Ja, gut, klar. Dodorex Maske brauchst du dafür. Und Dodo Wolverine Maske. Ja, ist klar. Ich töte den Drachen jetzt, ne? Wir brauchen dann einen anderen. Ah,
Ich guck mal, ob ich irgendwie den Eierdieb mal ein bisschen auffallen kann. Ja, musste. Den brauchen wir jetzt gleich für Drachen holen. Oh, hier ist ein Eins in einer Wüste. Weibchen ist. Ah, ist sogar weiblich. Weiblicher 64. Naja. Naja, gut. Oh. Kriegen wir auch hin. Soll ein paar Pfeile mehr mitnehmen. So, Drache Bin ist auch tot. geknallt, hab. Soll ich ihn herlocken? Nee, noch nicht, warte. Ich bin gerade im Käfig und versuche an den Drachen ranzukommen zum Hacken, aber ich glaube, ich komme nicht dran. Der ist wieder so doof gebackt. Pixie, komm mal bitte zurück. Aber wenn es oben landest, geht's, da kommst du auch Ja, nicht dazu. doch, wenn ich oben lande, müsste ich es hinkriegen. Komm her, Vogel. So, jetzt einmal zerhacken, weil der bringt ja wenigstens Leder oder sowas. Oh, und Schwefel, guck mal. Kommt auch an Zwei, Schwefel. drei. Vier Schwefel hat er gebracht. Fünf Schwefel. Okay, also Drache ist weg. Vogel runter, Tür auf. Jetzt geht das wieder los. Soll ich denn da durchfliegen? Geradeaus durch, ne? Ja. Oh ne, falsche Seite. Von hier ist nur ein Giftdrache, also der hat nicht so viel Schaden. Ja. Hat. So, Tor nach außen auf. Jetzt lass mich gerade den Vogel wegbringen. Und den Skorpion. Und den muss ich auf passiv pfeifen. Das versucht er nämlich mit anzugreifen da. So. Blöden. Passiv, alles klar. Gucken, Pfeile. Oh, meine Armbrust ist fast kaputt. Was sagt deine Armbrust? Auch Mann ist gut. Okay, gut. Also, ich bin am Tor. Kannst kommen. Kannst dann hinten durchfliegen. So. Ich ja. Sache ist am Arsch. Ordentlichen Bogen fliegen, ja. Ist er drin? Nee, war das dran Oh. vorbeigeflogen. Oh. Oh, fuck. Au! Aua, der beißt mich! Nein, ich bin tot! Mila, ich bin noch da. Ich kann das Tor zumachen, wenn er drinnen ist. Er ist Ja, drinnen. okay. Ist Drinnen drinne? ist. Nein! Jetzt komm, 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 flieg rein. Er hängt da. Ah, hängt am Tor fest. Ja, du musst ihn wieder zurücklocken. Außer? Er Naja, greift dann auch das Tor nicht. an. Greift mich an. Hirtenkönig greift da an. König! Achtung. Wow. Immer derselbe Mist und der hängt immer an dem Tor da fest.
Da, wo mein Loot liegt. Ich kann den nicht beschießen, gar nichts. Jetzt ist er raus. Ja, ist draußen. Komm, folg mir jetzt. Ja. War nicht. Ich bin gleich erledigt. Hängt immer am Tor fest. Ja, Keltenkönig, komm mal ganz weg da, dass er deine Aggro nicht sieht. Also, dass du die Aggro nicht siehst. Ich geh ins Haus. Genau, also. Komm mal hier rüber und dann kann der Miller den nämlich weglocken. Ich bin erledigt, ich kann nicht laufen. Wo bist du, Miller? Ah ja, da hinten. Ja, alles klar, dann lock ihn jetzt im Bogen weg vom Kasten und dann fliegst du wieder von vorne an. Ich bin ja auch hier. Großen Bogen, weil ich muss mein Loot auch noch holen. Dann nehme ich euch meine Sachen da wieder rein. Ja. Gut. So, alles nehmen habe ich. So, ich gehe wieder ans Tor. So, kannst kommen, Miller. Ja. Ja. Richtig. Ja, ein bisschen weiter links, ja, in dem Fall. Ja. So. Na, der hat mich schon nicht mehr auf Aggro. Na, ja, der kommt wieder zu mir. Wieso, was will das Vieh von mir? So, ich hier. Ja, komm. Ist drinnen. Ja. Wollte ich ja gerade. Oh. Scheiße. Nein! Ich bin schon wieder tot. Das gibt's doch gar nicht! Du musst mit dem Vogel vor dem Käfig bleiben, damit er die Aggro behält. Und damit ein teuflisches Willkommen an alle Ex-Zuschauer. Ihr surft nun live auf der Radiowelle Lazarus, der heiße Draht aus dem Arkjenseits. Okay? Nicht wegfliegen, sondern durchfliegen und vor dem Käfig bleiben. Ein Stück Abstand, dass er dich nicht grillen kann. Danke! Aufgestorben. Nein, unsere Vögel. Komm hier lang. Oh, ich hab das eben alleine gemacht, indem ich den Vogel bin durchgeflogen, hab den Vogel auf Abstand geparkt, bin abgestiegen und hab ihn dann aus der Entfernung direkt betäubt. Und als der lag, hab ich das Tor zugemacht. Also Milch rausgeholt und Tor zugemacht danach. Ja. Weil der behält die Aggro auf dem Vogel, wenn der da bleibt. Es ist Tor zu, ne? Er ist offen. Müsste offen sein, ich bin nicht dazu gekommen, das so zu machen. Nein! Scheiße. Ah, wieder raus. Jetzt haben wir Radio. Das ist echt cool. Die ganze Geräuschkulisse hörst du, obwohl du ja tot bist und siehst dann nur die Karte hier mit deiner Todesmeldung. Wieder in einem Käfig drin? Wir sind nicht da, wir können nicht spawnen, das Bett war besetzt. Ja. Wir warten. Irgendwas, abkühlen. Irgendwas greift da im Käfig an. Das kann sein, dass er den Kasten selber angreift, dann kaut er auf dem Stein rum. Hast du ihn jetzt schon im Käfig, Trainer Müller? Rausgeflogen. Gift war wohl doch keine so gute Idee. Ich habe das Gefühl, dass man so einen Feuerstoß wohl besser verknusen kann, ha? Huh? Ja, der ist um 60 Level höher wie der andere. Ja, stimmt. Also ich kann spawnen, aber... Ja, dann spawn du und guck, ob du meinen Loot findest, der ist neben dem Tor. Jetzt aber, komm. Ihr macht das schon, Jungs. Ich vertraue euch. Nein! Ich habe ihn eingesperrt. Super. Gott sei Dank. Guck, dass der Eierdieb da weg ist. Wo ist der Eierdieb? Vor dem Käfig. Den hol ich jetzt. Ich will nicht riskieren, dass der spielt. Nee, das wäre scheiße. Knappe Geschichte, würde ich mal sagen. Echt?
Oder? Aber da ist drinne. Meine Güte. Jetzt bitte. Kein Geier. Hau ab. Na ja. Verschwinde. Verschwinde! Gibt's nicht. Jetzt verreckt er an dem Scheiß drauf. Ja, dem Scheiß wie. Drauf den Scheiß, das nicht du. Villa das Salz, hattest du das bei dir oder eben? Das bei mir, ja. Ah, Gott sei Dank. Direkt gestorben, vorn? Tor direkt oder wo? Ja, neben dem Käfig irgendwo. Ah, irgendwo. Ja, nicht am Tor. So genau wollte ich es eh nicht wissen. Du ja gern. Ich wollte ja zum Tor. Ging ja nicht. Also nächstes Mal müssen wir drei Betten dahinstellen. Oh Mann. Ja. Oder so eins, dass man das keine Abkühlzeit braucht. Ja, oder das Etagenbett. Ach, das Etagenbett, richtig. Du musst doch einfach nicht sterben. Noch besser, ja. Wo warst du denn? Ich koche. Und ich funke von Radio Jenseits. Boah, wie lang braucht das Bett denn noch? Man braucht sich der Vogel noch. Da hat er schon 30 Pfeile reinballert. Was? Ja, der wird ordentlich fressen. So 60, 70? Hoffentlich bleibt er wenigstens ein bisschen länger. Also es baut doch sicherheitshalber da irgendwie noch eine Reling hin, wo er sich draufstellen könnte zur Not. So, betäubt wäre ja mal. Gut, Salz ins Inventar und holen. Ah, da liegt der Müller. Aber schnell. Nehmen wir jetzt nur Salz, ja? Ja, beeil dich. Ja. Ah, beeil dich. Beeil dich. So, ich habe Salz, dann gehe ich halt mal ab. Hast du die Milch jetzt rausgenommen wenigstens? Ja, natürlich. Ich fliege jetzt den Eierdieb, ja? Ja, flieg nach Hause. Ja, genau. Das Milch zum Joker. Flieg heim. Ja, dann kann ich ja zu Hause respawnen, dann kannst du mich gleich mitnehmen. Ist jetzt noch jemand am Käfig oder entlädt er jetzt und der Giftwivan ist wieder weg? Ja, gut, dann das nächste Mal brauchen wir sowieso ein Low-Level hier. Schön, das heißt, ich spawne jetzt unter dem Giftwivan oder was? Unsere anderen Viecher sind ja auch noch da. Nein. Aber jetzt ist keiner mehr da. Nee. Jetzt fliegt der Gift. Der König noch da. Kann der König ja noch so lange warten. Ja, weil. Ich bin schon fast zu Hause, ich bin weggeflogen. Ja, eben. Der Giftwivan ist frei und kaut gerade auf irgendwas rum und ich wette, das sind unsere Viecher, die da stehen. Oh, oh. Leute. Ja, solange da keine roten Zahlen kommen, macht da eigentlich nichts. Ich weiß nicht, ich kann immer noch nicht ins Bett. Wann braucht das denn? Macht auf jeden Fall komische Geräusche. Ja, unsere Vögel kämpfen gerade. Ich kann gerade dahin. Kannst du respawnen? Ja. Wiederbeleben bei Bett. Gott. Ja, komm, okay. Ist gut, Video. Ist gut. Gleich verfüttern oder? Vogel steht noch? Nee, der Drache ist noch drin. Ja, sehr. Schwein gehabt. Jeez. Dann hat er die ganze Zeit auf dem Stein rumgekaut. Puh. So. Warte, König, ich bin zu Hause respawned. Mitnehmen. So, soll ich die jetzt gleich verfüttern? Sind die oder nicht? Hallo? Nee, leg die in die Preservin bin. Können wir gleich verfüttern. Sieh nur zu, dass Salz drin ist und Sparkling Powder. Ach. Ja, sieh noch. Das ist dieser blöde Geier, der hier auf die Vögel losgeht. Okay, so, hält 2 Stunden 33. Gut, können wir dann vor Schluss verfüttern, dann sind wir auf der sicheren Seite. Huch. Hier, Giftwivan, kannst du nicht mal bitte auf den Geier spucken? Mach dich mal nützlich. Siehst du denn aus? Ja,
Siehst du doch. Also wenn wir uns beeilen, kriegst du den Loot ja noch, ne? Ja, genau. Nimm ihn mit. Hast du mich gelootet, mein Loot geholt? Nein, sorry. Das ist rausgegangen. Dann wird das jetzt verfallen. Sind am Weg zurück, vielleicht. Nein, ich bin verletzt. Was? Knochenbruch. Ja, Drecksgeier und ich bin tot. Je nachdem, wo unser Vogel jetzt landet, ist es landet der vom Giftwibbernkäfig. Ich krieg einen Affen hier. Ich werd wahnsinnig. Muss wieder warten, oder? Weil das Bett nicht ab. Richtig, ist. Ganz genau. Könnte bitte jemand dahin fliegen und unser Vogel von diesem Drecksgeier retten? Ja, wir sind König, hast du ein Bett mitgenommen? Mann! Bett, nein. Ich habe 5 Foundations, wenn das hilft. Nee. Vielleicht könnt ihr ein Bett bauen vor Ort. Da waren noch Sachen in den Kisten. Und mein Loot. Und der liegt bei dem Giftwibbern vor den Füßen, glaube ich. Am Tor. Verdammt. Und damit gebe ich zurück zu Radio Lazarus, euer heißer Draht aus dem Arg-Jenseits. Nicht verzweifeln, wir tun's auch nicht. Ach ja. Das wird eine Folge. Zum Totlachen. Aua, warum liegt die ganze Zeit auf dem Kopf? Ey, ich krieg schon Kopfschmerzen. Jetzt? Nein. Backfly? Vom Sabbatooth. Oh Mann, du. Nochmal der Geier? Oh. Schön. Ist der Drache raus, weil da oben fliegt einer. Ja, das kann sein. Bin ich gestorben? Ja. Oh. Ja, der ist draußen. Toll. Der greift gerade meinen Vogel an. Nein. Schön. Die Pfeifen? Ja, ich versuch's. Ah! Sollst du mich nicht ablassen? Ich wollte dich nicht ablassen. Radio Jenseits hat wieder zugeschlagen. Ich wollte nicht nur ein Vogel nach. Mann. Ich hätte gerade fast das gut zu trinken über die Tastatur gespuckt. Oh Mann. Ich werde mal deinen Vogel retten, Lila, ja? Ja, danke. Bring ich jetzt mal weg, aber mit Umweg wieder. Na, der ist ja schnell. Habt ihr beide Vögel, die da waren? Nein, nur einen. Ich hatte gar keinen. Toll. Oh Mann, ey. Der stirbt, der zweite. 100 Pro. Das ist mein Loot auch weg. Oh. Mein Loot sowieso. Boah, wie lang braucht denn das doofe Bett? Bei dieser. Falsche Bohr. Vorhin schon gestorben. Ja, stimmt. Echt? Ja, der war doch vorhin schon tot. Weil mitgekriegt. Aber wir haben einen Jabor-Verschleiß. Wir müssen einen Jabor-Käfig aufstellen. Wir brauchen ein Jabor-Haus. Kann man dann nur mehr zwei Agentarische. Ja, aber einer muss doch noch da stehen, oder nicht? Naja, geht noch da, aber der arbeitet da wieder gerade. Sicher? Ja. Eine Todesmeldung haben wir aber noch nicht. Na, warte, wir sind noch. Vielleicht nimmt er erst den Skorpion. Der steht ja auch noch da. Wäre nett, ja. Oh, ich kann spawnen. Bett. Wiederbeleben bei Bett. Tot. Oh, der spuckt die Gift, der Drache. Scheiße. Ja, hör auf mit der blöden Musik. Ist gut. Ich bin schon verletzt. Schon Knochenbruch. Na super. Und jetzt bin ich tot. Ich war bei in der Hütte. Das ist ja nicht wahr. Jetzt frisst er den Vogel. Die sind alle auf Passiv. So ein Scheiß. Ja, kau weiter, du Drecksvieh. Oh, ist der Vogel schön. Tot. Vogel 1.0, jetzt der Skorpion dran. Thomas, halbe Stunde. So, dann ist doch jetzt aber endlich alles tot, oder? Kann aber nicht mehr angreifen. Ich würde mir ja fragen, der haut ab. Jetzt ist der Skorpion tot. Ich spawn mal bei uns in der Hütte, ne? Also 80 Polymere brauchen. Also jetzt mal hier ohne Flachs jetzt, ja. Also mein Vogel kriegt jetzt keiner. Wir müssen ja auch nicht mehr hin im Moment. Wir haben die Milch.
stelle ich jetzt hier oben auf meine Hütte und kette den fest. Ja. Oh, Komm. verdammt. Oh, hallo Milo, Miller. Ja, Hallöchen. Hast du mal ein paar Klamotten für mich? Nee. Oh, Irgendwelche verdammt. bauen? Warte, wie viel Sets brauchen wir? Zwei, drei? Miller hat keine, ich habe keine. Keltenkönig, hast du Klamotten? Nee. Ich will doch niemals nackt in der Gegend herumlaufen. Ja. Vorbildlicher Mitmensch. Ich kann ja leider nicht anders. Haben wir denn wenigstens unseren Eierdieb noch? Eierdieb und den Dopgang haben wir noch. Ah, super. Wir haben noch Aber eine wir brauchen halbe den Arsch Stunde. mit. Sollen wir Agentavis zähmen? Willst du landen? Topgang? Der landet nicht. Was ist denn mit deinem Vogel? Das Verhalten ist gestört jetzt. Ja, war. Ah, jetzt brauchen wir Silk. Kann man noch auf Silk rumliegen? Ich habe, glaube ich, 100 in die reingelegt. In den Kasten oder in die. Oder in Baue das jetzt ein Mittel direkt. Etagebett. Mann, ey, war das der Knaller. Also bitte das Welchen nächste Kasten hast Mal du denn gefüllt? keinen Giftwirrwarr. Na, warte, ich schau mal, ich weiß nicht genau. Nächste Mal bitte Ich keinen hab 100 habe ich Giftwirrwarr. Gift gehabt. Und nicht so ein hohes Level. War ein Weibchen, tut mir leid. Ah, nein, nicht da. Das liegt draußen der Wüste in der Kiste. Aber ich hole welches mit. Bitte sehr schnell. Füße und Genau, mach Hände mal den brauche ich Drachen noch. da weg. König, kannst du gleich mal den Drachen da weglocken, aber kannst du gleich mal ein Etagenbett mitnehmen, Das wenn kann es aber nur sauer der Eierdieb, ne? Und der sollte voll geheilt sein. Pass auf, dass er nicht getroffen wird. Bloß kein Giftwimmern mehr. Ah. Geheilt ist er voll, aber. Soll ich den wirklich dort weglocken? Ich würde sagen, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Lass uns lieber noch Agentavis zähmen, oder? Milch haben wir jetzt. Und bis zum nächsten Mal ist er Was vielleicht braucht man jetzt für wegmeandert. Klamotten noch? Ich brauche noch einmal Füße und einmal Hände. Oh, alles. Hatten wir nicht eine Sichel? Da Das oben ist liegen doch noch nicht. welche. Oben. Axt. Spitzhacke brauche ich dich auch mal wieder. Ja, liegt alles oben drin. Nee, ich bin oben, also oben ist keine Spitzhacke mehr. Sind zwei Schränke. Hab vorhin bestimmt drei reingepackt irgendwo. Zwei? Achso. Kannst du mir noch eine Axt bauen? Oder haben wir irgendwo Oben. noch? 1000 oben. Ah, gut. Oben. Alles oben. Danke. Die beiden ersten Schränke, wenn man gleich hochkommt. Da ist keine Spitzhacke mehr drin. Ah. Nee, Axt brauche ich. Spitzhacke habe ich. Der Axt ist Axt. genug drin. So, ich habe ein Etagenbett. Super. Ja, also braucht der Spitzhacke noch, oder was? Ja. Und neuen Bogen halt, neue Armbrust. Liegt noch eine drinne. Kann ich nicht. Echt? Ja, es liegt Joker, noch brauchst du eine nicht drin. genug Seide? Ja, kannst du mal ein bisschen ranschaffen noch. Also, ich habe jetzt auch viel gebraucht hier. Kann eigentlich jemand. Also, Äxte habe ich nochmal zwei gemacht jetzt. Kann jemand ein Schwert bauen? Ein Schwert. Das kann ich bauen, ja, glaube ich. Jedenfalls, sogar konnte ich. Das ist mir auf jeden Fall lieber als diese blöde Pike. GBS, Fernglas. Oh Gott, oh Gott, oh Aber Gott. das Schwert macht weniger als die Pike, ne? Kann ich aber besser Okay. mit. Aber dann macht ihr aber auch ein Schild, sonst bringt es nichts. Nee, also die Schwert kann ich doch nicht nehmen. Ja, dann lass. Wo haben wir die denn immer hergekriegt? Waren die immer in den Viechern drin, oder? Kann sein, dass Können sie wir die den irgendwo mal Lootstrahl gelootet sammeln? haben, ja. Also du kannst dir, wenn du unbedingt eins haben willst, wenn du keins bauen kannst, nimm dir eins in Mantis, sind zwei Stück drin. Eins hat er in der Hand und einen Ersatz. Irgendwie steht das ganze Viehzeug im Weg. Wir haben zu viele Tiere. Ah ja,
Du wolltest noch ein paar Skorpione.367 Nahrung. 150 Seide reicht das mal? Ja, passt. 422. Also kurz bevor der Server. Also ich kann jetzt auch das Schwert machen, falls jemand noch eins braucht, sagt Bescheid. Kurz bevor der Server stoppt, sollten wir die Viecher füttern. Mit der Milch dann, ne? Wir brauchen Argentavis. Sollen wir noch holen oder nicht mehr? Klar. Hör mal. Wie lange dauert das, bis die durch sind? Ja. Prime. Halbe Stunde vielleicht, 20 auch. Ja, wir haben noch 25 Minuten. Vermutlich eine halbe Stunde, wenn wir den Archie direkt hier vor der Hütte legen. Naja, wenn du hier vor der Hütte legst, ist ja egal. Dann können wir auch beim nächsten Mal weitermachen. Ja. Ja, bestimmt. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Das erste Mal, ne? So, wo ist Miller? Weil sonst kriegen wir das mit der Milch nämlich nicht hin. Wir müssen dann wieder darüber. Was sagt denn unser Drachenei eigentlich? 4. Auch langsam. Also die Rate ist ja mir nicht hochgesetzt worden. Ja, der Alterungsprozess von den Drachen auch nicht. Das ist immer noch genau da, wo es am Anfang naja, auch war. Wie sieht es aus mit dem neuen Ei? Habt ihr das probiert? Auch, auch das genauso langsam wie vorher. Ich glaube auch, dass es damit viel. Ja, dann hat das nicht funktioniert. 243 nur noch der blaue. Wir sollten die Milch geben. Salz in der Hütte. Entschuldigung. So, Generator ist wieder ganz. So, Salz habe ich im Inventar. Oh, der Kühlschrank ist ohne Energie. Ja. Ja, Gewitter. Oh, okay. Wo ist denn die Milch? Na, in der Haupthütte hat er es hingebackt. Ah, okay. Der am nächsten zum Feuer steht. Also zur Feuerstelle. Too cold is it, dem Ei. Klimaanlagen sind aus. Ah ja, aber, ja. Aber die Brutzeit, die Schlüpfzeit ist aber schon runtergegangen. Der hat ja schon fast ein Fünftel verloren jetzt. Ja. Ja, das ist aber genauso schnell wie vorher auch. Zwei ganze Sessions haben wir gebraucht. Ja. Ich fütter jetzt die Drachen, ne? Lang liegt er aber jetzt? So lang liegt er aber noch nicht, oder? Der liegt doch gerade mal 20 Minuten, oder? Seit. Runde über eine Stunde. Und? Ja. So, ja, natürlich. Du warst ja bevor das Ganze war. Ja, ja. Ja, ja, dann ist. Okay, na, dann ist natürlich. Hast du den Roten jetzt eigentlich gefüttert? Ich fütter jetzt gerade alle. Einen nach dem anderen. Ich nehme immer nur zwei Flaschen Milch mit. So, die beiden habe ich. Instant genommen. Der ist satt. So, das sind zwei und dann haben wir noch zwei, ne? Mehr Milch holen. So, eine ist jetzt noch drin, die ist noch 2 Stunden haltbar. Dann haben wir die noch übrig. Für unseren Grünen, der ein bisschen länger braucht, mehr braucht. Ab wann können wir diese roten Dinger, die in der Wüste stehen, aufmachen? Ab 80. 80 oder 85? 80. Wow, der hat schon 80. 1800. 80, ja. Da sind richtig coole Sachen drin, ne? Ja. Ich habe jetzt wieder ein Blueprint für die Mission vom Flammenwerfer, aber. So, die Drachen machen jetzt erstmal wieder Ruhe. Haben jetzt erstmal Ruhe. Für den Grünen ist noch eine Ersatzmilch da, dann. Weil der ist ja schneller wieder hungrig. Aber wo dieser 128er hinkommt?
Ja, der braucht ja noch. Wenn wir das nächste Mal dann hier sind, müssen wir wieder einen Drachen einsperren. Müssen wir aber, glaube ich, erstmal den Blitzwilwan da weglocken, ne? Oh Gott. Zerhack den doch einfach. Ein Mit viel Öl. 68er? Wenn Wie du war mit den das mit Vögeln an dem ihm dran Besonnen? bist, dann kann er doch auch nicht mehr spucken. Wie war das mit dem Besonnen vorgehen? Naja, also, der hat hier, der hat auch irgendwie Hey, hier ist Feuerwürmer. ein Terrorbird. Ja, dann Gib machen doch mir. platt, wir haben noch Viehzeug genug hier. Bist du denn? Da. Das ist doof, dass sie alle auf passiv stehen, ne? Ja, dürfen die ja nicht anders. Vielleicht sollten wir mal so drei, vier Wölfe oder so auf aktiv, also auf Neutral. neutral stellen und meinetwegen auch meinen Hasso, meinen Skorpion. Ne, Hasso, du kannst das. Ich mach dich mal auf neutral. Ist ja der Terrorbird, der ist ja schon wieder rumgekommen. Keine Ahnung. Die fliegen So. von oben runter irgendwo. Gibt's denn da Ja, noch? aber dann, wenn der runterfliegt. Und wo? Also dann hätte er ja hier hinten sein müssen, dann hätten ja schon, hätte er ja auf was anderes drauf gehen müssen als auf unseren Terrorbird. Da hinten ist auch schon wieder ein Aber. Terrorbird drin. Die spawnen hier drin. Echt? Das kann Das kann auch sein, sein. ja. Über dem Haus von Sinderwittchen hängt eine Schlange in der Wand drinnen. Super. Du meinst über meinem Grundriss, ja? Ja. Ich komme ja irgendwie nie zum Bauen. Hier Schneeball Level 62 stelle ich mal neben unseren Skorpion, neben meinem 62er Skorpion, die darf auch neutral sein, ja? Einverstanden? Jo. Ganzen Muss Terrorbirds, eine die wir da haben, Foundation die sind schon reinstellen, top. dann passiert auch nichts mehr. Hier unten 1, 2, 3, irgendwie überall noch 1, 2 Foundations hin, dann spawnt hier unten schon wieder. Wir noch einen kleinen Wolf. Unter 100. Ne, die anderen sind alle größer. Immer noch Kampfmusik. Ist hier noch irgendwo was? Was hier Wohin? echt schon macht? Wieder. Fallen noch. Der Hunden ist aber Irgendwas? nix. Nö. Das ist ja normalerweise nur dann, wenn irgendein Vieh sich nicht wehrt, ne? Wenn das irgendwie angenagt wird. Irgendwas angenagt. Nö. Oh, nee. Alles ruhig. Nee, das reicht auch, wenn die unten vor hier vom Berg irgendwo rumlungern und Akku gezogen haben von irgendwas. Ja, stimmt. Und dann gegen die Mauer gehen oder so, ne? Ja, genau. Ja, oder einfach nur da unten rumlaufen. AI funktioniert. Das wird da ausgebrütet. Wir haben jetzt kurz nach 11. Müssen wir noch was anderes dringend machen? Nö, ne? Drachen sind frisch gefüttert. Nee. So hat der Eigentlich Grüne alles gut. 633, der hat jetzt auch wieder eine Stunde Ruhe oder anderthalb. Das ist auch alles gut. Aber Ella ist wirklich nicht woran. Also Nee, es ist der nicht. Es hat sich in der. Alterungsprozess definitiv nicht. Nee. Nee, nee, hat sich nichts verändert. Der hat sich nicht geändert. In dem Tempo sind wir in einem Monat noch dran.
Ja, das ist jetzt die zweite Session, überleg mal. Ja. 6 Realstunden. Ja. Naja, 24 Stunden brauchen die Viecher. Nee, 48, ohne dass es hochgestellt wurde. Na eben, das ist für den 24 auch nicht fertig. Nee, auch nicht. Warte mal, So. 24 Stunden Überleg. ist Oh, ein ah, Tag da und sind wir eine bei der Hälfte. Nacht. Ich glaube, dass bei dem Alterungsprozess gar nichts raufgestellt ist, weil das geht sich mit 48 dann ungefähr aus. Mindestens. Mal, also 4 Tage sagt man eigentlich, wenn es gar nicht hochgestellt ist. Wenn er 96 kriegt. Ja, eben Tag und Nächte, ne? 12 und nochmal 12. Dann bist du aufs Doppelte von 48. Ja, das müsste man ihm aber schon sagen, ne? Ja, klar. Das weiß er ja auch. Hat er ja eh gesagt, wir sollen es ihm sagen. Weil ansonsten, er hatte das ja sogar zehnfach gestellt. Das hätte dann eigentlich wirklich merkbar sein müssen. Nicht, Futtertrog. dass er das nicht annimmt irgendwie, weil wir jetzt schon Viecher ausgebrütet haben. Ah, das Nee, kann das ist man. eigentlich egal. Ist egal, Ja, ja. das muss ja wieder berechnet, also. Also der Blitzwyvern Level 76, der hat schon 1100 Nahrung. Unser höchster Rote 1761. Der verhungert uns mit Sicherheit nicht. Der Grüne 618. Und mein Blitzwyvern Level 64 hat 1041. Der Top Gun, der braucht aber auch nochmal 2, 3 Level, weil bis er so vor so einem Wirbeln flüchten kann, oder? Ein paar mehr, ne? Ja. Ein paar mehr noch. Ja, der steigt 2,5% pro Level aus dem Gips. Geschwindigkeit. Ja. Oh. Was ist mit dem Zeug in deinem Vogel hier? Soll das da raus, oder? Brauchst du das noch? Müller. Was soll Im ich? Top Gun. So. Ja, da ist noch so Clay drin, also und Sand und Pillar und Pfeile und. Warte mal, die Pfeile nehme ich raus. Die brauchen Feuerstein auch. Lithiumperlen auch. Lehm braucht man ja auch immer, ne? Ja. Kann weg. Schmeiß weg da. Nehmen wir mal noch mit. Hätte damit nicht noch ein bisschen mehr Dings mitbringen können hier, so Polymer. Hätte ich mir mal meinen Bogen wieder bauen können. Ja, dass du mir wieder in den Rücken schießen kannst. Der ist voll Hammer, der Bogen. So, nächste Mal sicher zähmen, oder? Da bist Milch du. holen. Milch holen, Korrekt. wie immer. Ja, gut, aber sollte ja diesmal ein bisschen besser funktionieren. Ja, wir müssen den Blitzwyvern da weglocken. Oder umbringen. Oder umbringen, aber das glaube ich noch nicht. Ja, erstmal weglocken reicht ja. Also, Ja, so ey. ist es ja nicht. Aber dazu bräuchte man mal ein paar Rexen. Ja. Zwei gute Rexe. Ja, mit 2 Rexen machst du das schon locker, ne? Dann so ein Vieh. Drei. Wollen wir mal mindestens 3 Argentarisse, oder? Ja, zwei zumindest. Ja, das auf jeden Fall. Also muss ja jeder einen haben, damit wir. Und einen Ersatz auf jeden Fall. Also 2 neue sollten wir holen. Die wir nochmal dann auf Level, auf Dings machen, auf Geschwindigkeit. Jo. Oder wir können auch einfach ein paar mehr holen.
Meinetwegen, was wir halt finden, wenn wir halt zwei, drei gute finden. Wir können ja auch noch welche bauen, die wir also auf Life und Damage gehen. Dann können wir die Viecher halt einfach zerhacken. Jo. Ach, wenn unsere mal irgendwann mal groß sind hier, unsere Drachen. Und brauchst den anderen Klumpatsch nimmer. Da brauchst du nicht mehr. Und wie lange brauchen die Milch, bis sie von allein fressen, also 10% Gewicht, oder ist das anders? Nee, da ist anders. Die gibst du, bis die erwachsen sind. Oh, als ob. Deswegen wäre es wirklich wichtig, dass das klappt mit der Aufzugsrate von der Einstellung her. Weil sonst, du hast im Moment nichts anderes zu tun, als jedes Mal Milch zu holen. Na Bruder, wie lange und wie oft brauchen die Milch? Also einmal pro Session auf jeden Fall. Das sei es mit den anderen Tieren, ne? Wo wir die ganze Zeit füttern mussten. Ja. So, der in 8 Minuten will ja was von dir her. Ich meine, süß sieht der schon aus, wa? Ja, der gefällt mir so gut von der Farbe, finde ich, sehen Der so hat auch eine coole toll. Farbe, stimmt. Sieht ein bisschen Eben. türkis aus, ne? Also, Und dann mit hat was. diesem Braun so zusammen und deswegen ist der mir total ans Herz gewachsen. Deswegen denke ich, einen Lastenwiffern brauchen wir doch auch. Ja, mit dem man dann Eisen holen kann und so. Lastenwürfel. Auch nicht schlecht. Dann kriegt er immer nur Gewicht drauf und ein bisschen Leben. Wie viel Gewicht hat er denn jetzt schon? 388. Da musst du aber schon ganz schön eine Menge leveln, ne? Damit er das hinkriegt. Wie nenne ich den denn hier? Mensch. Helm ist nicht. Nein, muss nicht mehr da. Oh ne, das letzte Mal, wo Helm das Ding eine Stunde hat länger laufen lassen, ist nicht Ja. gut ausgegangen. Da hat Nee, das war sein doof. ja, Arc Swinger Club gegründet. Das Oh. Ergebnis wissen wir ja wohl, was da rausgekommen ist. Ja, stimmt, das war. Oh. Und alle zeitgleich, ne? Also eine Katze mache ich mir auf jeden Fall noch neue, eine neue. Ja, und wir sollten auch Vögel züchten, aber wartet mal, bis die Wachstumsrate da größer ist, also besser eingestellt ist. Weil ich denke mal, wenn die gezüchtet sind, dann sind die ja vom Level direkt auf 170 oder was kommen die dann so raus, ne? Wenn du Glück hast. Ja, der letzte war 178. Ja, siehst du. Dann kannst du ja noch viel höher leveln. Das wäre schon cool. Ja, aber wenn es dann 120er zählen, ist es auch auf 178, Wo steht 179. eigentlich die Branka? Hinterm Haus. Also da bist du im Prinzip genauso schnell. Wenn es dann 120er richtig gut primet, dann ist es auch stärker auf 59 Level, also 211 179 hat oder die, so. der Borankas Lava, den müssen wir auch mal damit hinstellen. Das ist ja der Zucht Wolf hier. Ja. Und meine Weiße, die war ja auch Damit ziemlich der hoch, dann. ne? Die Branka Geht. und der Lava sind beide 120 gewesen. Haushaus. Und die wir für mich gezähmt haben, die Weiße, diese Schneeweiße, die war doch auch sehr hoch. Ja. 16 oder was? Die Cassandra. Die hat jetzt 189. Ich meine, die war nämlich auch ziemlich groß, als wir die gezähmt haben. Na, ich habe jetzt hier die, wie hier steht, also die jetzt hier steht, die wollte ich auf jeden Fall jeweils einmal. Die hat jetzt 200. Der andere hat auch 100 noch, 180, ne? Oder was hat der? 195 hat er sogar da hinten. Ja, da gibt's schon ein gutes Baby. Na, und die beiden Katzen hier. 182er. Der Bluetooth.
Wir Oder sollten meint ihr die. vorhin die falsche Katsche weggeführt? Verdammte Axt. Wir sollten mal die Mantis hier wegparken, mal ganz ehrlich. Die hat doch hier in der Zuchtstation gar nichts zu suchen. Oh, der braucht Level. Komm mal Der her, steht hier, weil das Mantis. komische Vieh ist. Man, wir können ihn auch draußen hinstellen, aber dann stellen ihn so, dass er noch das Zeug hat. Ja, der kommt hier hin. Ja, das Ne? ist gut. So, Okay, aber der hat hier in dem aber was ist Zuchtgehege nichts jetzt? zu suchen. Ja, aber jetzt hat er das Ding nicht mehr. Warte, dann müssen wir mal. Also ist das ja alles viel zu eng. Noch 3 Minuten 25 Sekunden. Nur bitte verlang keine Milch, ja? Die brauchst du später noch, Schatzele. Was ist denn hier? Ist ja gut. Ja, aber die braucht er ja noch. Der braucht ja vor den anderen was zu essen. Sonst mache ich das Imprint nicht. Dann kriegt er das Imprint erst, wenn er die Milch kriegt, nächstes Mal. So dringend braucht er den Buddy-Bonus jetzt auch nicht. Naja, jetzt nicht, ne? Noch ein paar Sekunden bitte. Also zwei kann ich bauen. Das wäre gut. Eine bräuchte ich. Hab ja alles verloren. Dankeschön. Ja, muss gehen. Der war schon weg. Ja, bitte nicht. Ich habe noch 7 Sekunden. Okay, müsste noch gehen. Ja, kriegst du hier Drei, eine hin. zwei, Fabricator wird eins. zwingen. Jetzt, was will er? Holst du noch unten? Der will von Keltenkönig. Keltenkönig, du musst ihn versorgen. Den Denn. Vesuvian. Weil du hattest den ja angenommen. Send the ones care from Keltenkönig. Will er mich haben? Und was will Ah. er? Yay, Oh. schön. Ja, das war's mit unserer neuen Folge Ark Scorched Earth Wasteland. Damit ist die Aufnahme für diese Woche beendet. Ich glaube, ja, Sonntag, Wochenende ist beendet. Demnächst gibt's die dann. Die nächste Moment am Mittwoch wahrscheinlich dann nicht, sondern eher dann am Freitag. Und da sehen wir uns dann wieder. Also macht's mal gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.